Jelly bombs and love letters. Would you recall what was conceded? Would you question what was settled against the lots, against these brain dads? Yeah. Hey Friends, ich bin Markus von Jelly Bombs und Liebesbriefe und dieses kleine Video ist eine kleine Hilfestellung. Denn wir haben jetzt über längere Zeit schon immer ADHS-Tipps gepostet auf TikTok und die kamen extra ziemlich gut an. Und der Auslöser des Ganzen war, als wir mit dem Podcast von Charlotte Cordei, mit der Folge Kaffeesatz mit Charlotte Cordei, jemand in den Kommentar geschrieben hat, okay, du hast Depressionen und ADHS, wie kommst du damit klar? Wie meisterst du deinen Alltag? Und dementsprechend dachten wir uns, machen wir einfach ein bisschen größeres Video und geben euch ein paar kleine ADS-Tipps. Also wenn ihr da draußen ADS habt und wenn ihr da draußen nicht wisst, wie ihr euer Leben in den Griff kriegen könnt, ich will nicht sagen, dass diese Tipps, die ich euch jetzt gebe, universal funktionieren, aber mir haben sie sehr geholfen. Zu meiner Person. Ich bin, wie gesagt, Markus von Cherry Bombs und Liebesbriefe. Ich bin der Typ, der bei, also Sendung, wo ich dabei bin, sind Kaffeesatz, Coffee Ground, Liebesbriefe, Markus Lanz, Füllt und Verboten, Late Night Show am Nachmittag, Cherry Time, also exakt alles. So, ab Gründer und Driver des Ganzen und einen Podcast zu führen ist viel Arbeit. Und es ist ja nicht so, als hätte ich mein Leben nicht schon genug zu tun. Ich hatte bis vor kurzem noch zwei Bands, jetzt habe ich noch eine und bin währenddessen halt immer noch vollzeitig berufstätig und habe auch vor ein paar Jahren, also vor eineinhalb Jahren, meine Meisterschule gemacht, also eine Weiterbildung, was auch nicht einfach war. Und ich mache das, um euch mal jetzt eben zu erzählen, wie bin ich die Sache angegangen. Und weil ich war wirklich, bevor ich meine Therapie gemacht habe und bevor ich meine Meisterschule gemacht habe, alles andere als ready für das Ganze. Und ich möchte euch jetzt erzählen, was habe ich gemacht, dass ich mit meinem Leben ein bisschen besser klargekommen bin. So, steigen wir mal rein. Ich kann hauptsächlich nur auf mich schließen, aber ADS bedeutet für mich Anstrengung, sich sehr oft zu ärgern über sich selbst. Es bedeutet für mich, ewig lang zu brauchen, bis man Routinen hinkriegt. Also eine Schlafroutine, dafür habe ich 2 Jahre gebraucht und es funktioniert oftmals auch immer noch nicht. Und es bedeutet, dass man selbst einfach mal 150% geben muss, um auf 100% zu kommen. Und der Vorteil ist, wenn ich beispielsweise etwas neu lerne, brauche ich vielleicht länger es an, um es zu lernen, aber wenn ich das kann, kann ich irgendwann Lösungswege finden, wo ich komplett um die Ecke denke, kann kreative Lösungswege finden und kann den Job, wenn ich ihn richtig kann, besser als alle anderen, weil ich mehr aufpassen muss, mehr nachkontrollieren muss. Ich brauche vielleicht ein bisschen länger, aber ja, ich mache meinen Job jetzt 9 Jahre und ich bin der Beste in meinem Fach. Ah, und das ist, worauf ich sehr stolz bin und was ich mit Fug und Recht behaupten kann. Kommen wir mal zu dem, was mir geholfen hat. Also, ich habe vor ein paar Jahren mich für die Meisterschule angemeldet, ich wusste, ich bin nicht ready für. Ich wusste, ich habe ein halbes Jahr, ich muss jetzt mein Leben in den Griff kriegen. Und ich habe halt irgendwann relativ angefangen, weil ich damit in der Arbeit auch zu tun hatte, mein Leben ein bisschen so zu managen wie ein Unternehmen. Und das klingt erstmal richtig strange, aber hier mehr Art. So. Ein Leben wie ein Unternehmen zu managen, heißt nicht, ja, dass man irgendwelche Board-Meetings mit sich selber hat. Es bedeutet, dass man sich bestimmte Dinge, die es beispielsweise auf Arbeit auch gibt, zu eigen macht. So. Das kann solche Dinge sein wie, dass man sich so Grundregeln, es gibt zum Beispiel so diese 9 Arten der Verschwendung, diese 5S, wie räume ich richtig was auf? 5S, also ich mache es erstmal sichtbar, ich sortiere es, ich säubere es, Blödsinn so. Also nach solchen einfachen Grundregeln. Und ich habe das bis aufs Einfachste runtergebrochen. So, auf die einfachste Regel, die es gibt, weil am besten ist, wenn du dich mit festen Größen befasst, wenn du ADHS hast, so ist es mir zumindest ergangen. Und zwar, was will ich machen? Was brauche ich dafür? So, ich wollte einen Podcast machen, was brauche ich dafür? Gut, ich brauche erstmal das richtige Setup, aufnehmen kann ich es aufs Handy, ich muss es schneiden. So, das heißt, ich habe mich da 2 Wochen reingefuchst und konnte das. So,
Und ich muss das Ganze richtig strukturieren. Also brauche ich feste Deadlines. So, also jeden Donnerstag, jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Samstag kommt meine neue Sendung. So. Und so ging das immer weiter. Und irgendwann merkst du, okay, ich brauche jetzt das noch, dann lerne ich das auch noch und schaue, was ich dafür benötige. Irgendwann habe ich angefangen, Videos zu dem Podcast zu veröffentlichen. Da musste ich lernen, wie man Videos schneidet. Also was braucht ihr dafür? Ein Videoschneideprogramm. Ich musste das Ganze auf die eine Plattform da und die andere Plattform da legen zur richtigen Zeit. Und was ich mir irgendwann angewöhnt habe, war halt dann ein sogenanntes Work Schedule. Also die Frage, was muss ich wann tun? Das sieht man jetzt hier im Hintergrund ein bisschen. Das ist so von meiner Band und von meinem Podcast. Also das ist Podcast, das ist Band. Was ich in der Woche machen muss. So. Und auch wenn ich das irgendwann auswendig kann, es wird immer Wochen geben, wo es einfach nicht so läuft. Und dann mache ich einen Blick aufs Work Schedule. So. Und das heißt dann zum Beispiel beim Podcast heißt es zum Beispiel, dreimal pro Woche Insta-Stories. So. Weiß ich, schaffe ich im Moment noch nicht, kommt aber noch. So, jeden Tag ein TikTok. Kriege ich im Moment hin, kann ich abhaken. Jeden Tag ein TikTok. Zweimal in der Woche TikToks auf Insta posten. Kriege ich noch nicht hin, kommt noch. So. Das Wichtigste ist halt, diese absoluten Grundregeln sich zu schaffen. Also, ich will was schaffen, ich überlege mir, was brauche ich und ich schreibe es mir ganz fett hin und visualisiere es mir, das muss ich machen. So. Und dann kommen wir zu den Grundregeln. Grundregel Nummer 1 ist, setz dir wirklich machbare Ziele. So, es gibt ja dieses SMART-System, ich muss kurz mal nachgoogeln. SMART ist auch so ein Ding, aus was man schon Logistik meist gelernt hat. SMART bedeutet, ich muss kurz nachgoogeln. Das ist so ein Anagramm. Das bedeutet so viel wie SMART-Methode, genau, da haben wir es doch. SMART-Methode. Die SMART-Methode, so. Komm, jetzt musst du hier, genau. SMART-Methode besteht für SMART, S, spezifisch. Also das Ziel soll konkret und spezifisch wie möglich formuliert sein. Das heißt dann nicht, dass du hingehen sollst und sagen sollst, ich muss abnehmen, sondern ich möchte bis zum Dezember 30 Kilo abnehmen beispielsweise. Ich möchte 20 Kilo abnehmen. So, messbar. Beinhaltet das Ziel, muss quantitative und qualitative Messgrößen haben. Also ich muss eine genaue Zeit bis zum genauen Tag, ein genaues Ziel. Ich möchte 50 Kilo verloren haben bis zum 15. Dezember. Attraktiv. Das Ziel muss so formuliert sein, dass ich wirklich auch Motivation daraus ziehe. So, dass ich zum Beispiel dann im dümmsten Fall, also wenn ich es ganz unbedingt sage, ich komme dann vielleicht bei den Frauen besser an, weil ich einfach schöner und dünner bin. Es muss realistisch sein, also ist das Ziel überhaupt erreichbar und es muss terminiert sein. Also es muss klar und ganz drinstehen, ob man es erledigt ist. So, solche Grundlagen, das ist jetzt nur eine der Methoden. SMART-Methode heißt zum Beispiel, ja, wie gesagt, so ein Ding zu nehmen aus der Wirtschaft und zu sagen, okay, so reichen meine Ziele. So, dann drittes Thema ist, dass du es visualisieren solltest, dass du es immer vor Augen hast. Und das vierte und wichtigste ist, mach dich nicht fertig. ADS ist ein Handicap, zwar nicht so, dass man sagen würde, du hast jetzt eine geistige Behinderung, um Gottes Willen, aber es bedeutet, dass man einfach sich schwerer tut. So, es heißt zwar, und das ist die vierte große Regel, man sollte ADS nicht als Ausrede verwenden, aber es bedeutet halt, es erklärt halt vieles. Und es ist eine Grundlage, auf die ich aufbauen kann. Wie ich damals herausgefunden habe, dass ich ADHS habe, war mir klar, dachte mir, okay, das erklärt wirklich einiges, weil ich wusste über Jahre hinweg in meinem Leben schon, okay, da muss ich ein bisschen was machen. Also da stimmt irgendwas nicht. Ich brauche immer mehr, ich kriege Dinge nicht mit. Und jetzt über Monate merke ich jetzt so Dinge, wie ich höre schlecht, weil ich unaufmerksam bin, ich komme schlecht aus dem Bett, bin abends länger wach oder aktiver. Das hängt da alles mit ADHS in gewisser Weise zusammen. So. Also, wir haben erstmal visualisieren, wir haben dir im Work Schedule zurechtlegen, ja? Wir haben dich absolut nicht fertig machen und dich auch loben für jeden kleinen Schritt. So, weil es ist so, wenn du es jeden Tag verkackst, dann kannst du dich nicht jeden Tag fertig machen, aber wenn du es einen von 7 Tagen schaffst, dann lob dich in den 7 Tagen. Oder wenn du, ich sag dir 7, ja hey, mir kurz eine Freundin erzählt, ja, sie hat heute nur geschafft, Wäsche zu waschen und sonst war sie total faul. Ich sage, lob dich doch dafür, dass du es geschafft hast, Wäsche zu waschen. So. Und ich muss sagen, ich habe Depressionen auch noch. Das heißt, ich
ins Blöde falle ich halt oder sowas in ein Loch und bin dann noch mehr am Arsch. Also, sprich, sich selbst zu loben ist verdammt wichtig. So. Und was noch eine wichtige Regel ist, und das klingt auch wieder einfacher, wie es ist, sich selbst zu mögen und sich selbst zu akzeptieren. Also nicht mögen, so, aber sich selbst zu akzeptieren. So. Ich bin ein verrückter Mensch und ich mag das. Ich rasiere mir gerne die Haare ab. Ich weiß nicht, ob es gut aussieht, aber ich meine, es sieht gut aus. So. Ich mag mich selbst. Ich fand mich vielleicht immer noch für ein bisschen zu dick, aber ich habe es zum Beispiel heute früh geschafft, um 9 Uhr laufen zu gehen. Meine Leistung war zwar unterdurchschnittlich beim Laufen, aber ich habe es geschafft, laufen zu gehen. Das habe ich 3 Jahre lang versucht. Ich habe es geschafft. Ich kann mir auf die Schulter klopfen. Klopf dir selbst auf die Schulter. Belohne dich. Ja. Belohne dich selbst. Ja. Und versuch auch mal Dinge, vor denen du Angst hast. So. Ich habe jetzt so diese paar Grundregeln. So. Und das sind so wirklich diese einfachsten 5 Schritte, so, die ich jetzt auch durch Unternehmensmethoden oder Methoden aus der Logistik oder aus der Industrie gelernt habe, wie man sowas angehen kann. So, ich sage jetzt nicht, dass jeder sich so strukturieren soll, wie er es in der Arbeit vielleicht tut, aber wie gesagt, grundlegend sind ein paar Regeln festzulegen, weil ich sag mal so, es gibt einen guten Grund, warum es in der Industrie oftmals oder in so großen Firmen oftmals gut funktioniert. So. Weil A, weil du es musst, es muss funktionieren und B, weil halt eben es da schlaue Leute gab, die haben sich irgendwelche Methoden oder irgendwelche Möglichkeiten oder Arbeitswege überlegt, nachdem sie dann arbeiten. So. Was für mich noch so eine Grundregel war, also 2 weitere Grundregeln waren für mich: erstens, ich schreibe es mir einmal auf, Minimum, und dann muss es passen. So, und dann reicht es mir. Also, weil, wenn man jemand ist wie ich und ist sich immer unsicher, ob er es denn richtig gemacht hat oder richtig aufgeschrieben hat, dann schreibt man sich irgendwann 4-mal auf und kommt, wird dann gar nicht mehr fertig. Und dann schreibt man es beim 2. Mal anders auf wie beim 4. Mal. So, darum habe ich ganz klare Pläne und Terminkalender und To-Do-Listen. So, das hier ist mein ganzer künstlerischer und Band- und Unternehmenskalender, aber ich bin nebenbei noch teilselbstständig. Da schreibe ich alles ein, was mit Band, was mit Podcast und was mit Firma zu tun hat und alles drum dran. Und hier kommt alles rein, was mit Privatem und mit Arbeit zu tun hat. So, das wird ganz klar abgegrenzt. So, weil wenn ich das vermische, komme ich komplett durcheinander. Das Einzige, was da wirklich beides drinsteht, sind beispielsweise Auftritte und persönliche Termine wie Hochzeiten, Geburtstage. Wenn ich jetzt schon mal weiß, dass ich irgendwo bin. So. Und in diese Dinge schaue ich jeden Tag einmal rein. So. Das ersetzt mir zum Teil To-Do-Listen, aber nicht immer. So. Aber es hilft immer, sich feste Größen zu schaffen. Feste Größen sind wirklich wichtig. Also, wie gesagt, sich feste Größen zu schaffen mit Grundregeln, sich feste Größen zu schaffen mit einem System, mit dem man selbst arbeitet, sich feste Größen zu schaffen. Und das System muss nicht perfekt sein. Du kannst nicht erwarten, dass du es einmal ausprobierst und das System funktioniert. Also, ich habe mehrere solche Bücher schon durch. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, es läuft. Ich komme damit grundsätzlich klar. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt eine ziemlich große To-Do-Liste habe, wenn ich weiß, ich will heute noch was machen, dann schreibe ich es mir trotzdem immer noch auf einen Zettel auf und schreibe mir trotzdem immer noch 15 Punkte auf To-Do, so, den ich dann am Ende wegschmeiße. So, weil ich dann sage, okay, vielleicht habe ich so viel zu tun, dann schreibe ich mir heute 5 Sachen auf. So, feste Größen. Was noch so ein Ding für mich war zum Beispiel eine feste Größe, für mich war zum Beispiel dieses Thema, wie viel schaffe ich denn am Tag? So. Und dann war das Ziel, okay, ich möchte 3 Dinge am Tag schaffen, die nichts mit Kochen zu tun haben, die nichts mit Arbeiten zu tun haben. Dann bin ich glücklich. So, ich möchte neben meiner Arbeit, neben dass ich kochen muss, neben dass ich Haushalt schmeißen muss, noch 3 Dinge schaffen. So. Und das kann entweder sein, dass ich endlich mal mir ein paar Papiere ansehe, die ich mir seit Wochen ansehen sollte, oder meine Überweisungen mache oder aufräume. Oder solche Sachen wie, dass ich es endlich mal schaffe, ein Paket zur Post zu bringen. So, solche einfachen Dinge. Oder diese Pakete endlich mal zu öffnen. So, das habe ich halt den ganzen Abend nicht geschafft. So. Bei mir sind es 3 Dinge und wenn ich mehr schaffe, dann freue ich mich. So. Weil es ist doch so, wenn man ADS hat, wie gesagt, ich kann nur von mir selbst sprechen, du siehst immer und überall Dinge, die du machen musst. So, und du wirst da vielleicht auch nicht fertig, weil du machst das. Dann siehst du, während du das machst, eine andere Sache, machst dann die, dann siehst du, während du die machst, machst eine andere, dann machst du die, so. Und du sagst, es ist diese, mach 3 Dinge am Tag fertig. Und alles, was du dann noch schaffst, ist deine Ehrenrunde.
Dafür kannst du dich wieder auf die Schulter klopfen. Lob dich für die kleinen Dinge. Und wenn du mal wirklich nur zwei Dinge schaffst, dann sei realistisch und denk dir, okay, ich habe nur zwei Dinge geschafft, weil ich habe halt richtig scheiße geschlafen oder es war ein echter harter Arbeitstag. Ja, genau. Und dann weißt du, woran es liegt. So. Aber nimm dir eine Sache vor. Wenn du total faul bist, nimm dir eine Sache vor. Nimm dir eine Sache vor, in die Arbeit gehen und nimm mal kochen, weil das sind die Dinge, oder einkaufen, das sind die Dinge, die du halt machen musst, um zu überleben. Die du noch schaffen möchtest. Und klopf dir auf die Schulter, wenn du es geschafft hast. Ja. Genau, und eine weitere Sache, die ich mir noch angewöhnt habe, und da habe ich noch ein weiteres Buch. Ich muss sagen, ich habe mir irgendwann angefangen, mir bestimmte Datenkerne anzulegen. So. Datenkerne bedeutet für mich in dem Fall Bücher. So. Ein Datenkern hier zum Beispiel, das ist mein Gedankenkern. So. Ich bin Mensch, ich kann mich unglaublich schwer entscheiden. Also habe ich halt angefangen, mir ein Buch zu nehmen, wo ich mir meine Gedanken aufschreibe, wenn mein Kopf platzt, wenn ich zum Beispiel nicht einschlafen kann, was oftmals an Gedanken liegt, weil der Kopf nicht zur Ruhe kommt. So. Oder wo ich halt dann eben mir die Pro- und Kontra-Sachen aufschreibe. So. Da habe ich schon sehr viele Seiten rausgerissen, weil, ja. Irgendwann ist das Buch leer, dann schmeiße ich weg. Und es gibt nichts Schöneres, als zu wissen, man hat irgend so ein Thema, irgend so ein Buch zum Beispiel komplett leer geschrieben und kann es wegschmeißen und vollgeschrieben. So, das ist mein Buch für Essen und Diät. Da schreibe ich halt alles drauf, wie ich den Tag esse und welche Diätregeln ich habe. Ich habe meine Grundregeln für die Diät aufgeschrieben, an die ich mich halte. So, die ich also wieder mal visualisiert, damit ich weiß, was ich tun muss. Hier steht alles drin, was ich Social Media mache. So, welche TikToks ich für meine Band mache, welche TikToks ich für Chairman und Liebesbriefe mache. So. Und so strukturiere ich das. Ist vielleicht alles ein bisschen viel, könnte ich auch online machen, aber wie gesagt, eine der wichtigsten Grundregeln ist es, und es steht auch hier hinten drin, das habe ich mir hinten auch aufgeschrieben, einmal aufschreiben, sauber reicht. Wenn man es einmal sauber aufschreibt, ist es genug. Ich muss nicht viermal aufschreiben. Bestenfalls natürlich online. Aber ich bin dann ein Typ, ich merke es mir, indem ich es mir aufschreibe. So. Und trotzdem vergesse ich vieles. So. Aber ich schaffe es, dass es alles grundsätzlich relativ sauber funktioniert. So. Und dann gibt es halt noch so Dinge, und das ist so der letzte Abschluss jetzt, mit dem muss man einfach klarkommen. So. Ich bin Mensch, der gerne Arbeit fertig macht, aber das Leben ist nur Arbeit. Du wirst halt nie fertig werden. Wenn du mit der einen Sache fertig bist, kommt die nächste. So. Also das Ziel ist nicht ans Ziel zu kommen, das Ziel ist halt der Weg, dass du Spaß dabei hast. So. Und Podcast ist zwar Arbeit, aber Podcast ist halt Arbeit, die Spaß macht. Und solange ich mir das im Hinterkopf behalte, wird mir das immer Spaß machen. So. Und wenn es so kleine Dinge sind, wenn es so kleine Dinge sind, die man erreicht, dass man es immer machen wollte, wie zum Beispiel, dass man sich drei Pflanzen kauft und die den Namen gibt. Das sind so kleine Dinge und den Rest findest du on the fly raus. Und das waren so meine kleinen Punkte. Vielleicht werde ich noch so ein zweites Video machen, wenn euch irgendwas daran genau interessiert, dann schreibt es mir gern. Ich mache dir gerne noch ein Anschlussvideo und ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt und ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht. Ich bin Markus von Sharebox und Liebesbriefe und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Resttag oder Restabend oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr es seht und bleibt gesund. Abonniert uns, liked uns. Oh, hallo Freunde. Wenn ihr euch jetzt fragt, was zum Teufel ist das? Das ist die Endcard. Und ja, ich möchte euch sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Es würde uns sehr freuen, denn wir freuen uns über jede Unterstützung. Und ja, wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, ja, dann könnt ihr es doch einfach abonnieren. Also entweder unten oder hier oben auf den Kanal gehen und uns abonnieren und bitte auch die Glocke drücken. Das würde uns sehr freuen. Dann werdet ihr nämlich sofort über jedes Video von uns direkt in Kenntnis gesetzt. So, und jetzt noch zum üblichen Stuff. Also, wenn ihr unser letztes Video sehen wollt, schaut hier. Wenn ihr ein zufälliges Video aus unserer Playlist sehen wollt, hier. Dann seht ihr irgendeins von diesen zufälligen Videos aus unserem großen Portfolio, das wir so haben. Ja, genau. Freunde, habt noch eine schöne Zeit und abonnieren nicht vergessen. Ich lese jetzt so lange weiter, bis alle abonniert haben.